Ich war schon oftmals auf der IoT-Konferenz hier in Bern und ich freue mich auch speziell heute wieder mit dabei sein zu dürfen. Meine Erwartung an den heutigen Tag ist einmal mehr, viele Impulse mitzunehmen. Für mich ist das Spezielle an der IoT-Konferenz ganz besonders das Thema heute, also die Kombination aus IoT und Nachhaltigkeit. Weil wir brauchen unbedingt IoT, die Maßnahmen zur Transparenzschaffung und zur Steuerung, um überhaupt Nachhaltigkeit aktiv schaffen zu können. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, hier heute viele Impulse zu bekommen und gerade hier in Bern. Einmal mehr, die IoT-Konferenz ist eine gute Stimmung, gute Networking-Plattform, die ich auch nutzen kann. Und vor allem sind die Pausen genauso wichtig wie auch die Vortragseinheiten. Ja, den ersten Teil des Tages haben wir jetzt hinter uns und meine Keynote auch und ich habe das Gefühl, die Stimmung ist wirklich gut. Die Leute freuen sich, hier zu sein und wirklich mal das Thema IoT ganz konkret darauf anzuwenden und darüber nachzudenken, wie wir damit beitragen können zu mehr Nachhaltigkeit in der Schweiz. Ich habe auf jeden Fall nochmal für mich mitgenommen, dass IoT und Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein super Match ist und dass wir das in der Zukunft nochmal viel näher zusammen denken sollten. Aus meiner Wahrnehmung muss die Schweiz vor allem mehr Speed mitnehmen, weil die Technologie schreitet sehr schnell voran und die Konkurrenz im Ausland ist groß. Mein persönliches Highlight aus der heutigen IoT-Konferenz ist, dass die Technologie so weit fortgeschritten ist und es uns unterstützt, wie auch die Nachhaltigkeit die nötige Business-Relevanz erhalten hat. Mein Highlight des Tages war auf jeden Fall die Diversität und die Unterschiedlichkeit von den unterschiedlichen Pitches. Also von der Modebranche hin zu Wassermengenprognosen. Das war wirklich ein Highlight zu sehen, aus wie vielen unterschiedlichen Blickwinkeln man sich dem Thema nähern kann.